Sie heißt Mutter Erde und alle Gottheiten willkommen. Lexa Rosanne, Hexe und Hohepriesterin in New York. Mit ihrem Zirkel, dem magische Frauen, Männer und Kinder angehören, feiert sie in einem Hinterhof im East Village Samhain, das Neujahrsfest der Hexen. An diesem Abend nehmen sie Kontakt auf zu den Seelen ihrer verstorbenen Verwandten. Der moderne Hexenkult. Huldigung an die vier Elemente: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Über 70.000 bekennende Hexen gibt es alleine in New York. In ganz Amerika sind es weit über 500.000. Eine Bewegung, die immer mehr Anhänger findet. Ich kenne viele wunderschöne Hexen. Auch das ist ein großer Verdienst von Hollywood. In vielen neuen Hexenfilmen, die jetzt in den Kinos anlaufen, werden wir nicht mehr mit spitzen Nasen, grüner Haut und vorstehendem Kinn porträtiert. Doch ab und zu ziehen wir schon nochmal unsere Kapuze über. Und so leben und arbeiten die modernen Hexen in New York. Als Broker, Anwälte oder Schriftsteller. Lexa schreibt Gedichte und Theaterstücke. Außerdem hat sie schon 3 Bücher über Magie und Hexenzauber veröffentlicht. Ihr neuestes über Zaubermittel, die man in jedem Supermarkt kaufen kann, ist in Manhattan ein Renner. Autogrammstunde in einem der größten New Yorker Buchläden. Wicca, der Hexenkult, zieht Menschen jeden Alters und aller Berufsgruppen an. Ein Grund: Wicca hat nichts mit schwarzer Magie oder Satanismus zu tun, sondern beinhaltet sowohl spirituelle als auch ökologische und feministische Aspekte. Wicca will den Menschen die Angst vor der Zukunft nehmen, will sie stark machen für die ganz alltäglichen Dinge im Leben. Traditionell kommen die Leute zu Hexen für Rat und Magie. Aber dafür muss man nicht unbedingt eine Hexe sein. Meine Bücher kann jeder lesen, denn jeder wünscht sich doch schließlich ein wenig mehr Zauber im Leben. Walpurgis Nacht in Manhattan. Beim Neujahrsfest der Hexen ist jeder willkommen und alles erlaubt. Moderne Hexen sind Männer und Frauen mit einem Sinn für Übersinnliches und Außergewöhnliches. Und ein wenig Aberglauben steckt doch in jedem von uns.